Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, einfache Schaltkreise. In den letzten Videos haben wir viel davon gehört, wie wir Serienschaltung, Parallelschaltungen und so weiter berechnen können. Nun wollen wir das Wissen ein bisschen anwenden an einem zugegeben aus der Luft gegriffenen Beispiel, aber so ähnlich funktioniert es eh wirklich. Nun, ich habe hier eine Widerstandsschaltung, okay? Die Annahme ist, dass bei einem Bestückungsautomaten auf einer Printplatte aus irgendeinem Grund diese Widerstandsanordnung erreicht werden soll. Ja? Und wir messen den Widerstand zwischen A und B bei der Qualitätskontrolle. Und wir wollen wissen, wie groß muss denn der Widerstand zwischen A und B sein, den wir hier messen. Okay? Also wir messen zwischen A und B, wie groß ist der Widerstand. Wir sollen also einen Ersatzwiderstand für diese Widerstandsschaltung bilden. Und diese sehr einfache, ne? Es schaut kompliziert aus. Es schaut furchtbar kompliziert aus. Aber im Endeffekt kann man ja Schritt für Schritt vorgehen. Okay? Wenn wir also Schritt für Schritt vorgehen, suchen wir uns zunächst Widerstände, Kombinationen, die wir kennen. Ja? Wir haben gesagt, es gibt Serienschaltung. Ja, Serienschaltung sind einfach zwei Widerstände hintereinander. Nun, wir haben zum Beispiel hier eine Serienschaltung. Ja. Wie groß ist der Widerstand R3-4, der in Kombination aus R3 und R4 ist? Das ist R3 plus R4. Das sind also 50 Ohm plus 70 Ohm und da braucht man keinen Taschenrechner, das sind 120 Ohm. Okay? Sehen wir noch eine Serienschaltung? Ja, hier. Ja. Die kann ich hier nicht zusammenfassen, sondern Gesamtserienschaltung, weil da ist ja auch 2 dazwischen, gell? Aufpassen. Ja. Also immer nur Sachen, die wirklich zweimal, also die genau hintereinander sind, ohne Abzweigung, ohne nichts. Also, das ist dann natürlich der R6-7, werde ich den benennen, weil der setzt sich aus R6 und R7 zusammen. Und das ist der R6 plus der R7. Und das ergibt sich zu 50 Ohm ist der R6 plus 150 Ohm. Das ist der R7, sind also 200 Ohm. Passt. Ne? Sehe ich noch etwas? Serienschaltung sehe ich keine mehr. Was ich aber sehe, ist eine Parallelschaltung. Und zwar schauen wir da zwei Widerstände, zwei oder mehr Widerstände, die den gleichen zwei Punkte miteinander verbinden. Und da schaut es an, R1 und R2 verbinden beide den Punkt A und B miteinander. Also das ist eine reinrassige Parallelschaltung. Habe ich immer gesagt Serienschaltung? Parallelschaltung natürlich. Parallelschaltung. Also, 1 dividiert durch R1,2. Ja, wir müssen ja die Leitwerte addieren, gell? Ist gleich 1 dividiert durch R1 plus 1 dividiert durch R2. Ja, das ist A durch 600 Ohm plus 1 durch 600 Ohm sind 2 durch 600 Ohm. Ja. Ist also 1 durch R12 oder R1,2. R1,2 ist also 600 Ohm, genau der Kehrwert, also das umdreht, 600 Ohm durch 2 sind 300 Ohm. Brauchen wir wieder keinen Taschenrechner. Oh, so ein Zufall. Ja. Okay, also wir haben das jetzt so zusammengerechnet. Jetzt stellen wir aber an, jetzt haben wir schon so viel miteinander zusammengerechnet. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das ausschaut. Also ich habe die hier über den Punkt A, ja, und ich habe den Punkt B. Ja. Und jetzt zeichne ich die Sache ein, die ich so ausgerechnet habe. Hier, diese zwei Widerstände habe ich durch einen Widerstand ersetzt. Das ist der R1,2
und der hat 300 Ohm, haben wir gesagt. Das ist die Ersatzschaltung hier. Dann da rüben haben wir ein R34 jetzt dran. Zeichne den nach unten ein. R34. Und der ist an 120 Ohm. Dann haben wir hier ein R67. Der ist an 200 Ohm. Und der Rest hat sich eigentlich nicht geändert, gell? Da haben wir noch immer einen R5. R200 Ohm. Und da haben wir nach wie vor den R8 mit 80 Ohm. Jetzt schaut sowas. Jetzt können wir uns wieder überlegen, ja, sehe ich jetzt wieder was? Ja? Sehe ich jetzt wieder irgendetwas? Zwei Widerstände, die hintereinander sind? Naja, die zwei werde ich nicht zusammenfassen können. Die sind, also diese drei, die sind zwar hintereinander, aber ich möchte ja den Widerstand wie zwischen diesem und diesem Punkt kennen. Ja, da kann ich einfach drüber zusammenziehen. Was ich aber sehe, sind zwei Widerstände, die zwei Punkte miteinander verbinden, nämlich diesen Punkt und diesen Punkt. Das ist nämlich der Widerstand und der Widerstand. Diese zwei Widerstände verbinden gemeinsam diese zwei Punkte, ja, sind also parallel. Das heißt, 1 dividiert durch R567, ja, ist gleich 1 dividiert durch R5 plus 1 dividiert durch R67 und das sind 1 durch 200 Ohm plus 1 durch 200 Ohm. Das sind 2 durch 200 Ohm. Ja, das heißt, mein R567 sind, Kehrwert von denen, 200 Ohm dividiert durch 2, 100 Ohm. Okay. Kommt genau die Hälfte raus. Ist sehr logisch, ne? Wenn der A-Widerstand und daneben ist genau die gleiche, der gleiche Widerstand, sind sie, und die führen von A nach B, also von einem Punkt zum anderen Punkt, dann ist das die Hälfte. Ja. Zwei gleiche Straßen, auf denen sich der Verkehr gleich aufteilen kann, können die doppelten Autos leiten. Ja? Klar, hoffentlich. Ja? Also wenn es zwei gleiche Widerstände sind, haben wir die Hälfte. So, zeichnen wir wieder auf. Was haben wir erreicht? Ja? Nehmen wir da, wieder der A. Da haben wir nach oben, haben wir gehabt, da in R12, der ist nach wie vor 300 Ohm. Den zeichne ich jetzt schwarz an, weil der hat sich nicht geändert. Da haben wir den Punkt B. Dann haben wir da in R34. Das sind 120 Ohm nach wie vor. Dann haben wir da unseren neuen, das was wir jetzt praktisch neu berechnet haben. Der da. Das ist der R567 und der hat 100 Ohm. Und da unten haben wir nur in R8. Und der hat nach wie vor 80 Ohm. Gut, jetzt haben wir schon näher. Sehen wir jetzt Sachen, die hintereinander geschaltet sind? Oh yeah, wir sehen nämlich viele Sachen, die hintereinander geschaltet sind. Nämlich das alles. Ohne Abzweigung und drei Widerstände hintereinander geschaltet. Wunderschön. Ja? Das heißt, mein R34 5, 6, 7, 8, na, jetzt habe ich einen Index benannt. Ha? Also das ist schon eine große Zahl. Ja? Ist R34 plus R5, 6, 7 plus R8. R34 sind 120 Ohm plus 100 Ohm plus 80 Ohm. Und das sind 120, 220, 300. 300 Ohm. Okay. Wir haben also folgende Situation. A. B.
R12 300 Ohm. Und hier haben wir den neuen. R, wie heißt der? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch 300 Ohm. Ja. So, und diese zwei Widerstände verbinden jetzt die Punkte A und B miteinander. Sie sind also parallel geschaltet. Ja. Und jetzt höre ich auf mit dem Indizes, weil jetzt bleibt ja nur noch einer über. Jetzt schreibe ich R gesamt ist gleich R1, 2, also 1 durch natürlich, ist ja parallel geschalten, 1 durch, so geht's dahin, plus 1 durch R3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, das sind also 1 durch 300 Ohm, plus 1 durch 300 Ohm, sind gleich 2 durch 300 Ohm, ist R, 1 durch R gesamt, also R gesamt ist gleich 300 Ohm durch 2 sind 150 Ohm. Also zwischen meinen Punkten A und B gibt es einen Gesamtwiderstand und der sind 150 Ohm. Und genau das müsste ich messen. Okay? Genau das müsste ich, wenn ich hier reinmesse, müsste ich diesen Gesamtwiderstand messen. Messe ich nicht 150 Ohm, ist vermutlich ein Widerstand irgendwo nicht gut angelötet, ein falscher Widerstand gesetzt oder so irgendwas. Ja. Also so zur Kombination von verschiedenen Widerständen. Ja. So ist. Ja. Manchmal laufen wir in Kombinationen hinein, die wir nicht lösen können. Und die kümmern wir uns im nächsten Video, okay? Also da gibt es dann Kombinationen, da stehen wir auch. Da brauchen wir eine Transformation. Werden wir sehen, wie das funktioniert. Im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.